Ja, Freunde, heute haben wir mal wieder lustige News. South Park, oder die Leute von South Park, haben ihren Senf zum Thema Woke is Hollywood gegeben, wie man so schön sagt, ne? Dann haben wir noch News zum kommenden Film mit Rey und neue Zahlen zu Ahsoka, die eine deutliche Sprache sprechen. Und ein Star Wars Projekt, was halt nächstes Jahr rauskommen sollte, wird jetzt verschoben. Also wir haben hier zunächst mal diesen Artikel, wo es um ein großes Ubisoft-Spiel geht, das im März nächsten Jahres rauskommen sollte. Und man geht halt davon aus, dass es um Star Wars Outlaws geht, das jetzt stattdessen irgendwann im nächsten Fiskaljahr rauskommen soll. Also das nächste Fiskaljahr startet ab 1. April 2024. Das heißt also, noch weniger Star Wars-Content als ohnehin schon im nächsten halben Jahr. Woran liegt diese Verschiebung? Keine Ahnung. Herr Jude, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. So, dann haben wir noch zwei schnelle News, die wir abfrühstücken werden, bevor wir zu South Park kommen. Also der Film mit Rey, daran kann ja wieder getüffelt werden, seitdem die Writers Strikes um sind. Also die Writing-Abteilung kann dran tüfteln, die Actors noch nicht, ne? Und Steven Knight ist ja aktuell der Writer, nachdem Damon Lindelof entlassen wurde. Angeblich hat er noch bis Thanksgiving Zeit und muss bis dann einen Skriptentwurf einreichen. Thanksgiving ist dieses Jahr am 23. November. Wie gesagt, Rey wird dabei sein, womöglich auch John Boyega als Finn. Der ist ja noch am wahrscheinlichsten vom Rest des Sequel-Casts. Und ja, zu den Ahsoka-Zahlen brauchen wir auch nicht allzu viel zu sagen. Es hat sich nicht viel getan, sie sind nach wie vor nicht auf den Top 10 zu finden, leider. Erst wenn man auf die Kategorie Originals geht, dann findet man die Serie auf Platz 4 mit mittlerweile 7 Folgen. Also die Zahl, die ihr da seht, gibt die Anzahl an Minuten an, die geschaut wurde in dem angegebenen Zeitraum. Und das gilt für alle 7 Episoden, also nicht nur Folge 7, sondern wenn jemand in dem Zeitraum irgendwelche früheren Folgen zum Beispiel gerewatcht hat, dann fließt es auch mit rein. Und ich brauche jetzt nicht jedes Mal bei neuen Nielsen-Zahlen immer wieder alle alten Vergleichswerte erneut rausholen. Aber es ist alles in allem ja ein enttäuschender Wert, der mehr im Bereich von Andor ist und deutlich unter dem Bereich von Mandalorian. Ganz egal, von welcher Staffel wir da reden. Ja, South Park The Pandering. Wo kann man sich den Bums geben, über den jetzt überall gesprochen wird im Internet? Auf dem Streaming-Dienst Paramount Plus. Aber das auch nur, wenn du in einem dieser Länder hier bist. Und genau das ist das Ding, Freunde. Wenn nicht, dann bist du halt am Arsch, ne? Weil dann sagt in dem Fall Paramount Plus, du kommst ja nicht rein. Es sei denn, du hättest da was, womit du dich quasi am Türsteher, ne, vorbeischleichen kannst. Oh mein Gott! Wow! Und für South Park war das für mich jetzt kein Problem, weil ich gerade in Deutschland bin. Aber ich habe das halt öfter gehabt, wenn ich zum Beispiel im Sommer bei Verwandten in Bosnien bin und dann aber auf Disney Plus gehen wollte und es hieß: Du kommst hier nicht rein. Nur weil ich in einem verdammten Kaff in Bosnien bin. Ja, so viel zum Thema Inklusion. Wisst ihr Bescheid, ne? Nee, aber jetzt mal im Ernst, Freunde, selbst wenn ihr das Problem nicht habt, gibt's da noch Folgendes. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Aber in anderen Ländern ist das Streaming-Angebot anders als in Deutschland. Beispielsweise, wenn es um Netflix UK geht. Für einige Seiten muss man aber auch in den USA sein und so weiter. Also das ganze Problem löst er einfach mit einem Mausklick bei NordVPN, mein Lieber. Und vom ganzen Cyberschutz mit Phishing und so weiter fange ich gar nicht erst an zu reden, das ist eine Menge. Aber aktuell gibt es neben fetten Rabatten bis zu 4 Monate Laufzeit extra. Und wenn es dir dann nicht gefällt, wieso auch immer, dann gibt es immer noch die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also zu verlieren hast du somit genau gar nichts. Deswegen, der Link ist jetzt überall unter diesem Video platziert. Checkst du ab, ne? Und ganz wichtig, damit unterstützt du den Fortlauf dieses Kanals. Das wollte ich nur nochmal betonen, ne? Super. Also, worum geht's bei der South Park-Geschichte? Ich denke, ich werde wahrscheinlich nichts einblenden wegen Copyright-Gründen. Ihr wisst ja immer, wie hardcore ich davon betroffen bin auf diesem Kanal. Wobei, vielleicht blende ich einfach so stummes Footage ein, ne? Jedenfalls, South Park hat ein Special rausgebracht namens Joining the Panda Wars. Mit Pandering meint man in dem Fall jetzt, dass man sich quasi einer Gruppe anbietet, also zum Beispiel, dass Disney sich der Woke Bubble anbietet oder zu den Pandert mit ihren Content. Ich habe mir dieses Special jetzt auch gegeben und ohne jetzt ein detailliertes Recap zu machen, einfach nur kurz, worum geht's in dem Special. Also Cartman von South Park wird quasi in eine andere Welt transportiert, wo seine Freunde alle farbige Frauen sind. Der Cartman von dieser anderen Welt ist ja eine schwarze Frau
Und die wird dann halt wiederum in unsere Welt transportiert, zu den ganzen anderen von South Park. Der bereits in South Park existierende PC Principal ist auch dabei, dieser Schule. Also quasi so ein übertrieben politisch korrekter Schuldirektor, will den aber weiß machen, dass jetzt gar nichts daran komisch ist, dass Cartman plötzlich schwarz ist und dass die nicht so rassistisch sein sollen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Jedenfalls, wo Kathleen Kennedy dann ins Spiel kommt, ist halt, dass Cartmans ständiges Beschweren über Star Wars dafür sorgte, dass Kennedy sich dem sogenannten Panda Stone zuwandte, mit dem es Disney ermöglicht wird, dieselben Low-Quality-Filme und Serien über Jahre hinweg zu machen und trotzdem erfolgreich zu sein, was wahrscheinlich so ein bisschen auf die Remakes in echt und so weiter anspielt, also die Remakes von den ursprünglichen Disney-Filmen. Jedenfalls, je mehr sich Kennedy auf diesen Panda Stone verließ, statt dass die mal eigene originelle Werke kreieren, desto mehr wurde dieser Stein korrumpiert, bis dann irgendwann dadurch ein Portal geöffnet wurde, durch das eine böse Version von Kennedy durchkam, die quasi all ihre schlechten Eigenschaften auf übertriebene Weise aufweist und zum Beispiel überall eine lesbische, farbige Frau ins Zentrum packen will, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Es gibt dann noch einen anderen Handlungsstrang, wo es um die Auswirkungen von KI geht und dass diese ganzen Berufe, die man im College erlernt, dann nichts mehr wert sind und so weiter. Aber das hat jetzt nicht wirklich was mit Kennedy und Disney zu tun, deswegen lassen wir das mal außen vor. Und das Ding ist jetzt, das hat halt auf Social Media natürlich ordentlich Wellen geschlagen. Mit der einen Seite, die sagt, haha, in Wahrheit machen sie sich aber nur über die toxischen Fans lustig, die all diese bösen Labels sind, die man heutzutage so inflationär um sich wirft. Und die andere Seite sagt halt, haha, Kennedy wird richtig zerstört und so. Und ja, ich würde sagen, das meiste Roasting geht tatsächlich an Kennedy und Disney. Doch es werden beide Seiten auf die Schippe genommen. Und die Kennedy aus unserer Welt wird eigentlich eher als ein Executive mit guten Intentionen dargestellt, die aber den Bezug zu den Fans verloren hat und auch nicht die Fähigkeiten und das Verständnis aufweist. Wie man jetzt diese Diversität und so weiter richtig umsetzt und mit gutem Storytelling und so weiter vereint. Und ob das jetzt stimmt, dass sie so gute Intentionen hat, das sei mal dahingestellt, aber so wird es präsentiert. Und es ist eben nicht einfach eine einfache Roasting-Session seitens South Park. Ich meine, die sind ja auch immer noch im Corporate Establishment von Hollywood. Die müssen sich da auch irgendwo am Riemen reißen, ne? Dennoch, es ist schon mal schön zu sehen, dass ein kleiner Teil vom Mainstream sozusagen mal das Problem auch anerkennt. Also alleine, dass das ja auf Paramount Plus läuft, ist ja schon was, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und dass ein gehöriges Problem in Hollywood besteht, das ist mittlerweile offensichtlich. Tatsächlich muss man bei all den gescheiterten Releases in Hollywood, nicht nur von Disney, in Kombination mit den ganzen Streiks doch echt mal die Frage stellen, ist Hollywood gerade an einem Bruchpunkt? Kann der Bums wirklich so weitergehen mit all den lächerlich hohen Budgets für solche Trauerspiele wie das Snow White Remake, dem kommenden Marvels Flop und so weiter und so fort? Das ist eine Frage, die habe ich in dem neuesten Video auf meinem Satire-Kanal untersucht. Check den Bums ganz flott ab mit nur einem Klick hier im Abspann.